Hallo, eigentlich hatte ich heute so ein kleines Walk and Talk vor. Blöderweise hat es während dem Walk geregnet. Jetzt regnet es aber nicht mehr, also walk ich einfach durch den Garten und rede ein bisschen mit euch. Ich hatte gerade einfach überhaupt keinen Bock, mich so im Wohnzimmer vor die Kamera zu setzen. Ich wollte es irgendwie so gerne draußen machen. Ich möchte nämlich mit euch heute ein paar Meditationstipps teilen, also so meine persönlichen eigenen Meditationstipps. Und wir beginnen mal damit, wie man überhaupt beginnt zu meditieren. Und da ist Tipp Nummer 1, sich überhaupt keinen Druck machen und keine falschen Vorstellungen haben, sondern einfach halt anfangen. Einfach mal bei YouTube so eine 5 Minuten Kurzmeditation machen. Gerne auch eine von mir. Ich verlinke euch meine mal unten in der Infobox. Die sind nämlich alle so kurz. Und einfach mal machen. Ohne Erwartungen. Und dann nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen. Also ich habe ja damit angefangen, dass ich halt einen Monat lang jeden Tag so eine Kurzmeditation gemacht habe. Und dabei habe ich mich ja ins Meditieren eigentlich verliebt. Also Tipp Nummer 1, ohne Erwartungen, einfach mal starten. Einfach mal machen. Auch wenn ihr so Gedanken habt wie, ach, ich bin zu ungeduldig und ich kann eh nicht an nichts denken, egal, einfach mal machen. Und wenn ihr dann einfach mal gemacht habt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie es war. Also null Erwartungen haben, weil manchmal oder ganz oft hat man eh falsche Vorstellungen davon und hat so dieses, okay, es muss so und so sein, aber es muss gar nichts. Es gibt in der Meditation kein richtig oder falsch, alles darf sein, wie es halt einfach ist. Tipp Nummer 2 ist die Art und Weise, wie ihr meditiert. Das fängt schon bei der Zeit an. Manche machen es halt super gerne morgens. Ich hasse es morgens. Meine Meditationszeit ist mittags. Damals, wo ich aber angefangen habe, habe ich es zum Beispiel immer abends gemacht. Ich bin erst duschen gegangen, weil das war für mich so dieses, okay, mal kurz abschalten, den Alltag abspülen quasi und sich auf die Meditation vorbereiten. Und dann habe ich meditiert. Das war auch irgendwie ganz geil. Aber einfach mal rumprobieren, was so die perfekte Zeit für einen ist. Und dann muss man halt einfach auch so ein bisschen gucken, welche Art von Meditation machen mir Spaß, welche Leute machen mir Spaß. Also von manchen Leuten kann ich mir die Meditation 50 Mal anhören und mache die gern mit. Und bei anderen merke ich schon in den ersten Sekunden, oh nee, die Stimme gefällt mir nicht oder die Musik, die er da genutzt hat, gefällt mir einfach nicht. Und dann hat das zum Beispiel auch dann keinen Sinn, das zu machen. Also da halt auch einfach gucken, was für einen passt. Dann bei der Umgebung halt einfach ein bisschen gucken. Es wird natürlich empfohlen und das finde ich auch selber, kann ich das so unterschreiben, dass du immer einen festen Platz hast, wo du meditierst und dass das ein Platz ist, der a, sehr ruhig ist und wo wenig Störfaktoren sind. Also der auch ordentlich aufgeräumt ist, ne? Dass du dich halt hinsetzen kannst und nicht erst denkst, okay, die Ecke sieht aber schlimm aus, die muss ich erstmal aufräumen. Das ist für mich mittlerweile völlig egal geworden. Ich kann mich auch ins größte Chaos setzen und meditieren. Da ist dann auch wieder das Thema Kinder. Also meistens meditiere ich einfach, wenn die nicht da sind oder wenn die gerade wirklich vorm Fernseher sitzen. Was ich aber auch manchmal mache, ist, dass ich meditiere, wenn die da sind, dann kommen die auch rein. Und das ist auch völlig in Ordnung. Meine Kinder sollen wissen, was ich da mache, was das ist. Mit denen rede ich auch darüber. Die haben auch jeder schon mal eine Meditation gemacht. Und dann wissen die, was ich da mache, wenn ich da so still liege, die Augen geschlossen halte. Und ich bin mittlerweile so weit, die können mir eine Frage stellen, ich kann eine Antwort geben, die können nochmal fragen, ich kann nochmal eine Antwort geben. Und ich bleibe in diesem Zustand der Meditation, lass mich nicht rausbringen. Und sobald die Tür wieder zu ist, kann ich einfach weitermachen. Das ist sehr, sehr geil. Auch da halt wieder einfach den Druck rausnehmen, den Stress rausnehmen. Wenn halt jemand kommt, dann kommt halt jemand. Mein Gott, das funktioniert ja alles trotzdem. Und manchmal ist eine Meditation auch nicht so gut wie die nächste. Ich habe auch manchmal, wenn ich sehr, sehr aufgeregt bin und dann eine Meditation mache, um runterzukommen, das funktioniert bei mir eher schlecht zum Beispiel. Und das ist völlig in Ordnung, wenn man mal einen Tag hat, wo man halt nicht so in die Meditation reinkommt. Manchmal gibt es auch so Störfaktoren, mit denen du gar nicht rechnest. Ich hatte am Montag ja wieder meinen Offline-Meditationskurs und eine Teilnehmerin sagte, boah, ich kam diesmal überhaupt nicht gut rein, lag an dem ätherischen Öl, was ich diffust habe, weil sie das nicht mochte. Eine, die neben ihr lag, mochte es zum Beispiel wieder sehr gern. Also das sind manchmal einfach Faktoren, mit denen man dann nicht so rechnet oder die man dann halt beim nächsten Mal einfach ausschalten kann. Genau. Und ich glaube, wenn man es halt einmal gemacht hat, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und diesen extrem geilen, positiven Effekt dabei erlebt hat,
ist es ein leichtes, daraus eine Routine zu machen und das immer, immer wieder zu machen, weil man sich damit merkt, man merkt einfach diesen Effekt und was es einem Gutes tut. Und dann macht man das freiwillig, dann tut man sich das freiwillig an, weil es ja was Schönes ist und weil es ganz schnell einen ganz, ganz positiven Effekt hat. Und ich verlinke euch hier gerne nochmal mein Real Talk Video zum Thema Meditation und Meditationserfahrung. Da sage ich auch, wozu ich Meditation auch nutze, also sowohl zur Entspannung als auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Da gehe ich nochmal ein bisschen ausführlicher auf das Thema ein. Ansonsten kann man sich es halt auch ritualmäßig schön machen, indem man sagt, okay, immer an diesem Platz. Immer, ich mache mir da immer noch Musik an und eine Kerze an. Das ist meine Zeit, ne? Also das so ritualmäßig zu zelebrieren, ist auch immer wunderschön, kann ich auch sehr empfehlen. Wenn ihr noch einen persönlichen Meditationstipp habt, könnt ihr den auch sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Schreibt mir dort auch gerne mal rein, das interessiert mich wirklich sehr, wer von euch meditiert, wer vielleicht nicht meditiert, wer es vielleicht mal ausprobieren will, wer es vielleicht schon mal ausprobiert hat und es war jetzt nicht so seins. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Eine Sache habe ich komplett vergessen zu sagen. Und zwar gibt es jetzt ab Montag eine Meditationswoche. Die findet über meinen WhatsApp-Newsletter statt und auch bei Instagram. Das heißt, folgt mir gerne auf Instagram, meldet euch gerne noch schnell für den Newsletter an. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Und dort gibt es dann 5 Tage lang Input, Meditation von mir für Einsteiger, für Leute, die das noch nie gemacht haben. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann seid dabei.